Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal ein relativ kurzes Video. Ich habe es euch ja mal gesagt, ich bringe noch das Video, in dem ich euch den Helm mit meinem Motovlog-Setup vorstelle, das ich jetzt neu habe, warum ich mir den Scorpion Exo Combat 2 geholt habe. Und das Ganze zeige ich euch jetzt. Also, Helm hatte ich euch ja schon mal vorgestellt. Das ist der Scorpion Exo Combat 2. Das ist ein Jet-Helm mit einer Maske vorne dran. Ich habe mich für diesen Helm entschieden, weil zum einen die Optik halt mega cool ist, wie ich finde. Ich denke mal, da lässt sich drüber streiten, aber ich finde es schon mal mega und passt auch gut zu Harley. Und natürlich, weil der Helm die Maske einfach tauschen lässt. Das ist das Besondere an diesem Helm und auch ein wichtiger Grund, warum ich mir diesen Helm dann bestellt habe. Dazu habe ich mir dann noch eine Zweitmaske bestellt, habe ich euch ja erzählt. Und das Ganze sieht dann so aus, dass ich diese normale Maske einfach normal lasse für normale Touren ohne Videoaufnahmen. Und dann habe ich mir eine extra Maske bestellt bei Börjes in Augustfehn. Die haben mir diese dann kostengünstig bestellt. Ich glaube irgendwo bei 38 Euro oder 28 Euro, waren aber nicht mehr als 40 Euro. Da habe ich dann mit Sugru, Sugru ist ja seit ein paar Jahren mein Daily Driver in Sachen Motovlog, damit befestige ich ja quasi meine ganzen Halterungen an jedem Helm bis jetzt. Das lässt sich immer gut verarbeiten, kostet nicht viel und später, wenn man keinen Bock mehr drauf hat, das wird jetzt bei den beiden Masken jetzt nicht der Fall sein, weil ich die ja tauschen kann, dann kann man es einfach leicht entfernen. Dann habe ich die Halterung für meine DJI Action 2 hier vorne dran gemacht mit Sugru, 2 Tage trocknen lassen, ein bisschen nachmodelliert. Fertig ist die Kiste. Hier an dieser Stelle habe ich dann, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ich komme mal ein bisschen näher ran. Den Helm mal kurz auf den Boden. So, hier habe ich ein Magnetstück, das Gegenstück für meine DJI Mic heißt das, ich war gerade nicht mehr im Bilde, wie das Ding auch noch heißt. DJI Mic habe ich hier mit gutem Tesaband drinne fixiert. Und somit kann ich dann einfach, ich nehme mal kurz hier das andere Mikrofon weg aus der Kiste. So, dann kann ich euch das mal ein bisschen zeigen. Und zwar kann man dann das DJI Mic, da kommt dann auch dieser Windpüschel drauf. Und dann kann ich den hier mit Magnet einfach fixieren. Pack die ganze Kiste inklusive Magnet und Kamera einfach wieder an den Helm dran. Und schon habe ich einen Motovlog-Helm. Einfach geil. Habe ich dann wieder keinen Bock auf Motovloggen? Habe ich natürlich immer Bock drauf. Dann lässt sich ganz einfach die andere Maske, die noch im Originalzustand ist, drauf fixieren und habe dann wieder meinen ganz normalen Helm für den Alltag. Ich hoffe, ich konnte euch das System ein bisschen näher bringen, warum ich mich dann auch für den Helm entschieden habe. Klar hat er ein paar Windgeräusche, die kann man auch nicht vernachlässigen. Aber ich denke, der Soundqualität tut das jetzt nicht so einen großen Abbruch. Der Komfortvorteil für mich ist einfach enorm, da ich diese ganze Zeit nicht verliere und kann so zwischen 2 Helmarten, sage ich mal, switchen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass gerne ein Gefällt mir da, abonniere meinen Kanal und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.